Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors Legends hier beim Link's Awakening DLC. Im letzten Part haben wir uns ja die Stufe 4 Plus Waffe für Darunia geholt, nämlich den Dunkelhammer oder Brandhammer, Dunkel oder irgendwie so hieß er. Ich glaube Dunkelhammer, ich weiß nicht mehr genau. Irgendwie so hieß er auf jeden Fall. Und heute will ich mir gleich die nächste Stufe 4 Waffe holen, oder Stufe 4 Plus Waffe wohlgemerkt, nämlich diese hier, und zwar die für die verzauberte Midna. Ist glaube ich auch keine verkehrte Idee. Ein neues Instrument kriegen wir hier sogar auch wieder. Also kein komplett neues, die Neptunharfe haben wir das sogar schon ein zweites Mal dann. Aber kann auf jeden Fall trotzdem nicht schaden. So, und hier brauche ich ein Kraftarmband, und das ist sogar schon vielleicht ein bisschen verwirrend, denn man fragt sich, welchen Felsen muss ich jetzt hochheben? Aber man kann nur diese hier hochheben, die kann man gar nicht hochheben, glaube ich mal. Deswegen es dürfte schon der hier sein, okay? Aber ich habe mir auch schon mal geschrieben, dass der Kompass tatsächlich hier auf der Kokolin-Karte nicht völlig unnütz ist, denn es gibt offenbar auch ein paar Kartenabschnitte. Ich glaube, da habe ich sogar auch schon irgendwo welche gesehen. Es gibt auch ein paar Kartenabschnitte, wo man etwas suchen muss. Hier vielleicht, und wo es dann mehrere... Gibt es hier mehrere Felsen? Wo es dann mehrere Felsen gibt? Ne, hier auch, ist auch wieder nur einer. Auf jeden Fall, es gibt das eben ein paar Mal, wo es mehrere Felsen gibt, wo man dann nicht genau weiß, welchen man jetzt hochheben muss. Und dafür sind dann die Kompasse schon nützlich, weil zum Beispiel auf der Windwecker-Karte hat man, also sowohl auf dem normalen großen Weiten Meer, als auch auf dem Master Windwecker hat man den Kompass kein einziges Mal gebraucht, weil immer sofort ersichtlich war, wo man die Items einsetzen musste. Und hier ist es meistens auch so. Aber es gibt offenbar hier auch den Fall, dass der Kompass zumindest manchmal, zumindest zu etwas zunutze sein kann, was ja auch schon mal nicht schlecht ist. Auf jeden Fall, jetzt kommen wir aber zu der Mission hier. Eben die Stufe 4 Plus Waffe gibt es hier für Midna, dann eben noch eine Neptunharfe, und sie kann auch wieder das Übliche finden: Herzcontainer, Feenkleidung, Feennahrung. Wir kriegen immer noch mehr Rubine, was sehr cool ist, und wir müssen die Feinde und die Verräter besiegen, das Ganze in Stufe 2. Wir sind auch begrenzt auf sie und legen dann auch direkt mal los, würde ich sagen. So. Gut, dann schauen wir mal, was sie schon jetzt für Waffen hier überhaupt hat. Sie hat ja schon Stufe 51, genauso sie war ein Charakter, der auch schon vor dem vorletzten, vor dem letzten Part schon Stufe 51 hatte, deswegen mit ihr war ich nicht im Trainingsraum, weil sie ja eh schon eben über 50 hatte. Hier hat sie Erfahrung und Nahrung. Das reimt sich sogar. Erfahrung und Nahrung hat sie, Material hat sie noch, doch hat sie hier schon, ja, aber das ist natürlich auch blöd. Dann nehme ich einfach jetzt die hier, habe ich zwar keinen Materialbonus, aber ist schon in Ordnung. Und hier wieder mal, naja, wir kennen es ja mittlerweile, Herder halt, ne? Habe ich ja schon erwähnt, das wird sich wahrscheinlich nicht ändern, bis dann eben irgendwann mal das große weite Meer und das der Master Windwecker DLC etwas aufgeholt haben. Was halt, wie gesagt, so in etwa dann der Fall sein dürfte, wenn hier vom Link's Awakening DLC so ungefähr Part 25, 26 sowas angebrochen ist, dann haben die langsam aufgeholt, glaube ich. Und mein ganzer Vorrat ist dann von denen weg. Okay, auf jeden Fall. Ich will hier gleich noch gucken erstmal. Wir erstmal gucken, wo wir hier Truhen finden können. Denn es muss zwei Truhen hier auf jeden Fall geben, zwei wichtige. Und zwar einmal in der Draconia-Festung und dann noch im Bastionskerker. Und das waren auch schon alle, deswegen beide Festungen muss ich mir dann auf jeden Fall krallen. Okay, alles klar. Es ist übrigens direkt hinter mir eine Eulenstatue, die ich jetzt, glaube ich, mal ganz gerne am Anfang hier gleich aktivieren wollen würde, dass ich hier schnell eine Eulenstatue habe, die mich wieder nach unten oder halt auch auf die linke Seite bringen kann. Ist, glaube ich, nicht verkehrt, vor allem, weil halt hier auch die Windwecker-Karte schon ziemlich groß ist, finde ich. Und da von A nach B zu kommen, kann teilweise ein bisschen dauern. Deswegen ist es, glaube ich, echt nicht schlecht, wenn ich hier dann eben dafür sorge, dass ich hier einfach mich durch die Gegend bewegen kann, durch die Eulenstatuen eben. Okay. So, Redesführer haben wir. Okay, Redesführer-Mission ist das offenbar. Alles klar. Dann gehe ich gleich mal. Muss ich die auch einnehmen? Ne, die muss ich. Doch, die muss ich auch einnehmen. Also theoretisch zumindest muss ich die einnehmen. Es gibt insgesamt 6 Festungen, wo es fraglich ist, ob es da Redesführer gibt oder nicht. Also wir haben wieder einiges zu tun, und wie ich mein Pech kenne, werden wahrscheinlich dann wieder die Redesführer in den allerletzten sein. Oder ich muss halt sogar alle 6 einnehmen, weil es 6 Redesführer gibt. Kann auch sein, keine Ahnung, werden wir dann schon noch sehen. So. Aber erstmal krallen wir uns diese Festung hier natürlich. So, du darfst jetzt auch mal sterben, mein Lieber. Festungstypi. Und ich will auch da wieder Krüge untersuchen. Hier ist erstmal nichts, nur ein silberner Rubin. Ist auch nicht schlecht, aber Nahrung wäre mir lieber. Aber die gleich im ersten Krug zu finden, das kann ich ja auch nicht erwarten. Ich kann ja schon froh sein, wenn sie im vorletzten Krug ist, so ungefähr. Ne, ist einer. Okay, ist sogar einer aufgetaucht. Okay. Erst verspätet wieder, oder ich habe es noch nicht gesehen, aber ist auf jeden Fall einer da. Finde ich sehr schön. Dann werden wir uns gleich mal den vorknöpfen. Und den mit der wunderbaren Zweier-Kombo, mit der einzigen Kombo, die ich je einsetzen werde von der verzauberten Midna, werden wir gleich mal dann richtig schön fertig machen. Er hat keine Chance gegen mich, weil ich kann ihn hier schön in der Luft durch die Gegend prügeln. Er kommt gar nicht mehr zum Aufstehen. Und ich mache ja auch mega viel Schaden, deswegen, ja, der hatte keine Chance gegen mich. Okay. So, knapp 100 Kills haben wir auch schon. Ist auch schon mal ein ganz guter Start, würde ich sagen. Und jetzt würde ich ganz gerne ein bisschen Magie vielleicht bekommen. Wäre ganz schön. Ja, hier ist zum Beispiel schon Magie, genau. Was ist eigentlich hier los? Da hat gerade irgendwer gesprochen. Hyrule-Hauptmann. Aber hier sind doch nur normale Gegner. Hier ist nichts Besonderes. Ein Vorposten halt, ja, aber um die normalen Gegner kümmere ich mich jetzt nicht. Das ist mir zu blöd. Auf jeden Fall, ich sehe auch gerade, dass in der Mitte des Schlachtfelds auch einfach mal random ein Charakter rumsteht. Um den ich mich dann vielleicht auch noch dann irgendwann kümmern werde. Aber der macht erstmal noch keine Gefahren offenbar. Der steht da nur rum.
und genieße wieder mal die Aussicht oder so. Deswegen, ich lasse ihn dann erstmal in Ruhe, würde ich sagen, solange er mir nichts tut. Das passt, glaube ich, schon. So, ich kann jetzt mal kurz hier den Gipto und den... Oder will ich die jetzt überhaupt besiegen, den Gipto und den Verräter? Ja, ich bin jetzt eh schon dabei, ne? Wenn ich schon dabei bin, kann ich ihn schnell killen, das geht schon in Ordnung. So, ist eh schon gleich tot und weg mit dir. Und der Verräter ist mir jetzt entkommen. Der kann jetzt, glaube ich, ja, ich bin zu voll, den zu verfolgen. Ich lasse den jetzt einfach weiterziehen, der will schon nicht arg viel anstellen, hoffe ich mal. Das geht schon klar, wenn ich den am Leben lasse, hoffe ich jetzt mal. So, dann hier im Bombenladen ist auch eine Festung, die wir theoretisch uns holen müssen. Deswegen mache ich das auch gleich mal. So, Ägypter wurde besiegt, genau. Und dann auch gleich wieder dran denken, dass ich hier im Bombenladen auch wieder natürlich die braunen Krüge untersuche. Und besiege als nächstes den Flammen-Gipto. Okay, welchen Flammen-Gipto? Wittert Gefahr und bleibt in gestärktem Zustand. Touchscreen chill. Ja, bleibt in okay. Ja, keine Ahnung, was mit dem jetzt wieder auf sich hat. Ich lasse den. Ich bin zu faul, bei Extra zu ihm zu gehen. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Es gibt viele blinkende Punkte auf der Karte. Ich habe keinen Fall, wo der jetzt genau ist. Ich weiß nicht. Und hier ist auch wieder ein Redisführer. Okay, cool. Und dementsprechend, ich lasse den jetzt erstmal am Leben. Wird schon in Ordnung gehen. So, das waren aber auch schon alle braunen Krüge hier. Ja, okay. Dann hallo ich den Redisführer. Na, wie geht's? Auf jeden Fall gleich nicht mehr so gut. Ich glaube, das habe ich auch schon tausendmal gesagt, ne, diesen Satz. Na, wie geht's? Und dann gleich nicht mehr so gut. Aber ja, ist auch nicht einfach, sich immer wieder neue Sprüche einfallen zu lassen oder so, neue Sachen zu sagen hier nach auch schon mittlerweile... Ich weiß nicht genau, wie viele Parts gibt's denn jetzt mittlerweile schon von Hyrule Warriors Legends eigentlich? Also auch schon einige. Also beim normalen Projekt sind wir gerade bei Part... Weiß ich nicht. Also für euch ist auf jeden Fall gerade Part... 94 oder sowas, glaube ich, aktuell. So in etwa. Und beim Master DLC Part 37 oder irgendwie sowas. Und jetzt hier beim Link's Awakening DLC, was ist für ein Part? Das hier ist Part 18, glaube ich, dürfte das hier sein. So ungefähr, meine ich. Deswegen insgesamt haben wir jetzt dann schon ungefähr 150 Parts oder so hier in Hyrule Warriors Legends aufgebracht. Plus eben die 255 noch aus der Wii U-Version. Also ja, echt mega viel Hyrule Warriors natürlich. Aber wenn man 100% spielt in diesem Spiel, egal ob Wii U oder 3DS-Variante, dann dauert es halt auch ein bisschen, ne? Aber ist ja auch cool so. Okay. So, ich frage mich, ob ich schon wieder irgendwie... Jetzt habe ich ein bisschen weniger auf die Texte und alles geachtet. Was geht denn eigentlich gerade alles ab? Jetzt haben wir die Texte vielleicht ein bisschen mehr durchlesen, ein bisschen mehr darauf achten, weil hier nämlich einiges los ist auf jeden Fall. Und der Charakter ist offenbar König Daphnos. Habe ich gerade gelesen und der macht jetzt irgendwas. Ich habe jetzt nicht gelesen, was der macht. Vielleicht rückt er einfach ins Hauptquartier vor. Es rücken gerade eh viele Gegner offenbar ins Hauptquartier vor. Was ich jetzt auch dann sogar gar nicht mal so cool finde. Ich habe jetzt aber auch natürlich keinen Bock... Da jetzt extra zu denen zu gehen, um mich um die zu... Ja, macht seinen Schuss aus. Weg hier, weg hier, weg hier. Ich wollte doch noch ausweichen. Na Mann, ich habe es mir rechtzeitig gemerkt, leider, dass es eine Schussattacke gemacht hat, der Steinboss bin da. Naja, auf jeden Fall. Ich glaube, da oben drücken jetzt eben einige in mein Hauptquartier vor. Und das finde ich nicht so nett. Aber da jetzt extra nach oben zu gehen, ich weiß nicht, ob ich da Lust dazu habe. Ich lasse jetzt erstmal, wenn das Hauptquartier gleich in Bedrängnis oder Gefahr oder so ist, dann werde ich, glaube ich, da mal kurz dagegen vorgehen. Irgendwie passiert es mir häufig, dass ich beim Hauptquartier sage, dass es in Bedrängnis gerät, aber das Hauptquartier, das kann ja gar nicht in Bedrängnis geraten. Die Bezeichnung beim Hauptquartier ist ja Gefahr, wenn die Hälfte der Leben noch da sind und höchste Gefahr, wenn nur noch ein Viertel der Leben da sind. Bei den Charakteren ist es halt andersrum, da komme ich häufig durcheinander. Bei den Charakteren ist es ja so, dass sie in Bedrängnis sind, wenn sie die Hälfte der Leben nur noch haben und dass sie in Gefahr sind, wenn sie ein Viertel haben. Beim Hauptquartier ist aber halt ein Halb schon Gefahr. Und ein Viertel ist höchste Gefahr. Macht auch irgendwie Sinn, weil das Hauptquartier darf halt auf gar keinen Fall sterben. Deswegen, was das Sterben halt, fallen, ne? Das ist die bessere Bezeichnung. Das darf halt auf gar keinen Fall fallen. Weil wenn, ja, im Prinzip, wenn halt das Hauptquartier fällt, da hat man halt sofort verschissen natürlich bei den Charakteren. Halt nicht unbedingt, weil es halt einige Charaktere gibt, die halt schon sterben dürfen. Deswegen, wenn das Hauptquartier nur noch ein Viertel der Leben hat, dann ist halt wirklich höchste Gefahr. Und bei den Charakteren halt nur eventuell. Wenn es halt einer ist, der sterben darf, dann ist es ziemlich wurscht. Und er ziemlich wurscht auch nicht. Es ist nicht toll, wenn der stirbt, aber es ist jetzt nicht so mega schlimm auch. Wenn es einer ist, der nicht sterben darf, dann ist natürlich aber trotzdem höchste Gefahr. Aber es macht schon Sinn, dass beim Hauptquartier da ein bisschen mehr der Wert drauf gelegt wird, dass dann wirklich höchste Gefahr ist. Wenn nur noch ein Viertel der Leben da sind, aber dennoch, das verwirrt mich häufig mal, weil, wie gesagt, wenn man sagt, das Hauptquartier ist im Bedrängnis, ist es eigentlich eine falsche Bezeichnung, weil das wird hier vom Spiel nicht so genannt. Es wird halt eben Gefahr genannt, ne? Aber ja, ist auch egal. Sehr verwirrend alles. Naja. Auf jeden Fall. Hier kriegen wir unsere erste Truhe mit entweder Herzcontainer oder Feenkleidung. Und es ist... Trommelwirbel. Es ist der Herzcontainer. Alles klärchen. Dann finde ich in der entsprechend anderen Festung, das war... Welche war das? Die mittlere da oder die linke? Es dürfte auf jeden Fall noch eine gewesen sein, die ich eh einnehmen muss. Deswegen, das ist gar kein Problem. Auf jeden Fall da dürfen... Ah, Nahrung gefunden. Okay, cool. Hier war die Nahrung drin. Haben wir die schon mal gefunden. Okay, das da fällt mir auf jeden Fall immer ein großer Stein vom Herzen, wenn ich die Nahrung immer gefunden habe. Das ist halt immer ein bisschen nervig, ist, die zu suchen. Und ich glaube, wenn ich wirklich jetzt dann noch die anderen beiden Festungen mir gekrallt habe und den Redisführer dann, oder halt allgemein die letzten Redisführer noch besiegt habe und die erste Mission der Schlacht abgeschlossen habe, dann, oh Gott, oh mein Gott, holy shit, Volga, dann werde ich da mal beim Hauptquartier vorbeischauen, wollte ich sagen. Aber erstmal ist Volga wichtiger.
Hilfe! Okay, ich hätte mich vielleicht jetzt auch warten können, aber es wäre auch nicht arg viel schneller gegangen. Volga, bitte halte noch durch. Aber der dürfte jetzt noch durchhalten, oder? Ja, er hält noch durch, okay. Ja, okay. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen hier in der Mission. Offenbar sind hier bei Volga einige Gegner. Das wirkt auf der Karte gar nicht mehr unbedingt so, aber ich setze mal hier Feenmagie ein. Das dürften jetzt einige Kills bringen. Gar nicht mal so viele. 300 sogar nur. Das geht sogar. Also nicht mal ganz 300 sogar. Das geht sogar. Ich habe jetzt erwartet, da der jetzt in Gefahr geraten ist, dass jetzt hier sogar irgendwie, weiß ich nicht, 600 Gegner auf einem Schlag waren, die ihm jetzt hier Gefahr gemacht haben. Aber nee, es waren sogar ein bisschen weniger, als ich dachte. Aber dennoch, ich will ihm natürlich jetzt kurz helfen. Und ich glaube, ich werde jetzt dann wirklich gleich sogar schnell einen Umweg gehen, eben über das Hauptquartier da oben rum, dass ich mich jetzt dann gleich auch noch um König Daphnos kümmern kann. Ich wollte jetzt eigentlich mir zuerst noch, habe ich ja gerade eben erzählt, ich wollte jetzt eigentlich zuerst noch mir die anderen beiden Festungen holen und dann halt erst am Ende, nachdem ich die erste Mission schon abgeschlossen habe, dass ich dann erst beim Hauptquartier vorbeischaue. Aber ich habe jetzt dann doch ein bisschen zu viel Angst, nachdem ich jetzt auch gesehen habe, wie schnell jetzt Volga hier in Gefahr geraten ist. Also ich habe davor nicht mitbekommen, dass er in Bedrängnis geraten ist, muss ich auch zugeben, das habe ich überlesen offenbar, wo das dran stand. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich will jetzt dann doch ganz gerne da zuerst vorbeigucken, weil ich jetzt dann doch im Hauptquartier ein bisschen Angst habe, dass es jetzt dann gleich fallen könnte. Und der ist mir jetzt nämlich schon angegriffen, genau. Und das will ich nicht. Deswegen erstmal mich um hier. Ah ne, okay, Tetra. Okay, ich dachte, es wäre König Daphnos, aber okay, wahrscheinlich ist König Daphnos der feindliche Feldmarschall einfach. Und Tetra ist halt jetzt hier eben der Charakter, der jetzt hier rumläuft und gleich in mein Hauptquartier rein will. Das werde ich aber zu verhindern wissen, meine liebe Tetra. Auf was macht sie? Greift sie an? Ja, sie greift an. Mit ihrer Zweier-Kombo oder Dreier-. Ne, Dreier-Kombo war das, die Wirbelattacke. Genau, ich glaube, Dreier-Kombo war das. Und ja, scheiße. Ja, das ist das einzige Problem an der verzauberten Midna, dass ich da Schwachpunkte leider nicht wirklich so gut immer abziehen kann. Weil ich meine, die Zweier-Kombo ist ja, wie gesagt, absolut top, aber leider trifft man mit diesem zweiten Schlag da mit den Wölfen nicht immer. Da muss man das Timing einigermaßen richtig machen, dass man da auch wirklich. Aber macht mega viel Schaden. Da muss man das Timing einigermaßen richtig machen, dass dann die Wölfe, wenn sie zurückkommen, auch noch den Gegner treffen. Und es gelingt einem nicht immer so leicht, aber wenn es einem gelingt, dann macht man halt mega viel Schaden, wie jetzt zum Beispiel wieder. Und dann ist auch kein Problem, den Schwachpunkt abzuziehen, aber es klappt halt leider nicht immer. Das ist halt ein bisschen ein Nachteil. Aber trotzdem, wie gesagt, die Zweier-Kombo von der Warnmittner liebe ich dennoch. So. Jetzt will ich auch noch kurz ein paar der anderen Gegner killen. Also Tetra war jetzt natürlich die größte Gefahr und die ist schon mal gebannt, das ist ganz gut. Aber dennoch sind hier im Hauptquartier noch ein paar weitere Gegner, was mir nicht gefällt. Das hat sogar auch schon ein bisschen Schaden genommen, das Hauptquartier. Nicht viel, aber ein bisschen schon. Und dementsprechend, ich will jetzt kurz hier bleiben und ein bisschen aushelfen und die Verräter alle umbringen. Und dann kann ich mich noch um die anderen Festungen kümmern, wo eben noch die Redesführer sein könnten. Ist ja auch eh ganz gut, weil die anderen beiden Festungen liegen ja noch im Süden unter uns. Und da kann ich dann gleich entlanglaufen. Und dort auf dem Weg ist auch noch ein bisschen was rot. Kann ich da währenddessen noch ein paar Gegner mitnehmen. Das bietet sich also eigentlich alles ganz gut an, finde ich. So. Und hier sind immer noch einige Gegner, aber ich bin zu faul, die alle umzubringen, weil die auch. Oh, nice, Alter, voll viele Rubine, habt ihr gerade gesehen. Die habe jetzt gerade mega viele Gegner mit dem einen Schlag killen können, heftig. Okay, ich wollte gerade sagen, ich habe keinen Bock mehr, alle zu besiegen. Ich habe aber sogar doch die meisten von denen noch besiegt, weil da eh gar nicht mehr so viele waren. Ist ganz gut auf jeden Fall. So. Und hier, wie gesagt, um die Gegner, die jetzt hier noch rumstehen, kann ich mich auch noch schnell kümmern. Okay, das sind alles wieder Verräter-Arschlöcher. Ja, die dürfen dann erst recht sterben, weil ihr habt nichts anderes als den Tod verdient. Meine lieben Hyrule-Hauptleute, meine lieben Verräter, so weg mit euch. Okay? Und die Festung hier, die, wo ich jetzt bin, die muss ich mir sogar nicht holen. Das ist keine, wo ein Redesführer sein kann. Das war auch nicht die, wo die Truhe ist, oder? Ich will mal kurz nachgucken. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig sicher. Was war die andere? Das war genau, das war die hier. Okay, also die Festung hier ist mir ziemlich egal. Aber es ist natürlich eine Festung, die in der Nähe von meinem Hauptquartier ist. Deswegen, ich hole mir die jetzt trotzdem schnell. Geht da auch ganz, ganz ratzefatz. Haben wir ja gleich geholt. Ist keine große Zeitverschwendung hier. Und ist noch ein bisschen mehr Sicherheit auf jeden Fall, die wir uns hier dann dadurch erspielen können. Ist, glaube ich, nicht schlecht, denn jetzt dürfte das Hauptquartier wirklich ziemlich safe sein. Und jetzt dürfte es dann erstmal nicht mehr fallen. Ich bin jetzt auch zu faul, dann noch diese Eulenstatue zu aktivieren, die da oben noch ist. Weil ich mir jetzt wirklich sehr sicher bin, dass bis zum Ende der Mission mit dem Hauptquartier nichts mehr passieren wird. Und dass ich deswegen da auch nicht mehr nachgucken muss. Also da ist, glaube ich, wirklich jetzt alles super. Und da müssen wir uns keine Sorgen mehr drum machen. Okay. So, dann ist eben den Bastionskerker uns schnell holen. Einerseits, um eventuell einen Redesführer herbeizurufen. Und noch viel wichtiger, um auch noch Feenladung zu bekommen. So. Da ist auch schon die Truhe. Und holen wir uns auch gleich mal. So. Und dann bin ich auch schon gespannt, ob jetzt hier auch ein Redesführer auftauchen wird. Bisher war ja in jeder einzelnen Festung einer in der Mission, oder? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, meine aber sogar schon. Deswegen, vielleicht ist es sogar wirklich auch wieder eine Mission, wo einfach überall einer auftaucht. Kann ich mir vorstellen. Aber hier ist jetzt offenbar doch keiner, oder? Es dauert zu lange und die Anzeige spinnt wieder. Nee, aber es wird auch nichts anderes angezeigt, deswegen es hängt nicht hinterher. Also hier ist einfach gar keiner. Okay, vielleicht war es auch doch in einer der vorigen Festungen auch schon so, dass da auch schon keiner war und ich das einfach halt wieder übersehen habe oder so und nicht beachtet habe oder vergessen habe.
Offenbar ist es hier nicht so, dass ihn jeder einer ist. Na gut, ist auch in Ordnung. Ist sogar besser. Dann haben wir da ein bisschen weniger zu tun. Aber ich meine, im Endeffekt muss ich ja trotzdem wieder alle 6 Festungen einnehmen, weil ich da auch wieder ein bisschen Pech hatte. Aber ist nicht so schlimm. Das kriegen wir trotzdem schon alles hin. Keine Sorge. So. Dann hier die letzte Festung. Und da wir die Mission noch nicht abgeschlossen haben, muss jetzt hier auf jeden Fall noch ein Redisführer drin sein. Weil ansonsten, ich meine, normalerweise ist es ja so, wenn man halt alle Redisführer schon besiegt, obwohl man noch gar nicht alle entsprechenden Festungen eingenommen hat, dann wird man trotzdem die Mission schon abgeschlossen haben. Haben wir aber noch nicht. Deswegen, es muss hier noch ein Redisführer sein. Es geht gar nicht anders. Und so ist es auch. Okay. So, hier ist noch Magie übrigens. Cool. So, Hallöchen, wo ist er denn? Da ist er, Hallöchen, Redisführer. Na, wie geht's? Vielleicht nicht mehr so gut. Haha. Okay. So, ich habe gerade gelesen, irgendwer will wieder in mein Hauptquartier vorrücken. Ich glaube, der Verräter, der jetzt gerade hier gespawnt ist. Aber ich bringe ihn einfach mit um mit dem Redisführer. Dann hat er erst gar keine Chance, in mein Hauptquartier zu kommen, würde ich vorschlagen. Und Feenmagie habe ich auch schon wieder voll, was ganz günstig ist, weil da kann ich dann gleich die wieder im feindlichen Hauptquartier auf jeden Fall einsetzen. Gegen dann eben wahrscheinlich König Daphnos, der feindliche Feldmarschall sein dürfte. Jetzt sind Boten auch noch gespawnt. Was machen die jetzt? Die wollen vorrücken. Wo wollen die vorrücken? Da in die Festung und in die Festung. Das ist mir jetzt aber auch wieder, ehrlich gesagt, ziemlich egal, aber bis die jetzt mal vorgerückt sind und bis dann die Verstärkung kommt und bis dann die Verstärkung wiederum, achso, alle rücken gegen Wolga vor. Achso, ja, okay, Wolga ist vielleicht natürlich noch eher ein Problem. Also, wie gesagt, das Hauptquartier ist safe, also dem Hauptquartier wird nichts mehr passieren, bis ich die Mission abgeschlossen habe. Da ist dann wirklich eher tatsächlich noch Wolga ein Problem. Deswegen würde ich jetzt auch mal ganz gerne kurz diese Eulenstatue hier aktivieren, denn wenn es dann gleich Wolga wieder in Bedrängnis gerät oder halt dann spätestens in Gefahr, dann werde ich mich da nach oben warpen und ihm wieder ein bisschen helfen. Und dann kann ich mich auch gleich wieder hier nach unten hin zurückwarpen, dann gleich weitermachen gegen König Daphnos. Ja, okay. Aber erstmal Feenmagie. So, dass wir einfach gegen ihn vorgehen können. Ja, wie gesagt, hier die Feenmagie von Herder, Explosion, ist so toll einfach, nur weil man sich die Kämpfe gegen die Charaktere so stark vereinfachen kann. Das ist echt heftig, finde ich echt total genial, muss ich sagen. Okay, sehr schön. So. Dann König Daphnos, mein Lieber. Darfst du jetzt auch gleich. Ah, wieder. Nicht ganz getroffen, leider damit. Schade. Wie gesagt, damit trifft man nicht immer. Muss man versuchen, das Timing echt so ein bisschen richtig zu machen. Ich weiß nicht genau, wie man das genau hinkriegen muss. Ich glaube, da gibt es schon eine Taktik dafür, dass die Wölfe, wenn sie zurückkommen, dann auch immer treffen. Da gibt es irgendeine Taktik dafür, die man hier anwenden kann. Ich weiß mal nicht genau, wie das jetzt hundertprozentig funktioniert. Jetzt habe ich es zum Beispiel geschafft, ja. Ich glaube, man sollte es schaffen, dass man den Gegner erst auch mit den. Ja. Dass man den Gegner auch mit den ersten Wölfen, die dann nach vorne gehen, dass man ihn mit denen erst relativ spät trifft, dass dann eben noch die zweiten Wölfe, wenn sie dann zurückkommen, dass sie dann eben noch genügend Zeit haben, den Gegner dann noch zu erwischen oder sowas. Jetzt zum Beispiel auch wieder, genau. Ich glaube, das ist gar nicht verkehrt. Und vielleicht soll man auch darauf achten, dass man den Gegner auch nur mit den Wölfen trifft und nicht quasi, wenn man selber hier so nach vorne charmt. Ich glaube, da hat man auch ein paar. Ja, jetzt habe ich gar nicht mehr gedrückt, ich Idiot. Ich glaube, da hat man auch höhere Chancen, dass man dann auch den Gegner eben noch treffen kann mit den zweiten Wölfen. Oder was ist mit den zweiten Wölfen? Das sind ja dieselben, aber halt mit den Wölfen, die dann noch zurückkommen eben. Ich glaube, das ist dann ein bisschen besser noch. Okay. Bevor ich ihn jetzt besiege, habe ich dann alles gemacht in der Mission eigentlich. Ich glaube schon, ne? Zeit und Schaden passen. Feen-Nahrung haben wir mitgenommen, Feen-Kleidung auch, Herzcontainer auch, Gegner passen auch. Deswegen, ja, dürfte alles passen. Wir können die Mission also abschließen und das machen wir mit einem Spezialangriff. Ja! Sehr schön, Midna. Okay, und wieder einige goldene Rubine und auch silberne haben wir noch vom König Daphnos bekommen. Sehr cool, das Ganze. Okay. Dass man nicht allzu. Was? Warte mal, was hat jetzt vorher gesagt? Dass man nicht allzu befriedigend, oder? Ja, deine Leistung war auch nicht befriedigend. Dass du da in Gefahr geraten bist, mein Lieber. Naja. Auf jeden Fall, Midna wird hier belohnt mit. Dum, 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 der versiegelten Waffe, nämlich ihrer Stufe 4-Plus-Waffe. So, da ist auch wieder mal die Frage, was sie jetzt hier für ein zweites Element bekommt. Ich rate einfach mal wieder. Beim letzten Mal bei der Runja habe ich ja am ehesten Blitz vielleicht vermutet bei seinem Brand, aber es war dann Finsternis und ich werde hier wahrscheinlich auch wieder falsch liegen. Ich denke nicht, dass es Licht ist, das wäre komisch, weil Licht und Dunkelheit halt irgendwie Gegenteile sind. Was würde denn hier passen? Blitz, Feuer oder Wasser? Was passt am ehesten? Blitz, Feuer oder Wasser? Pff, keine Ahnung. Ich sag einfach mal Feuer. Nee, Feuer. Nee, nee. Oder doch, ich sag Feuer. Ich sag Feuer. So, und wir schauen mal. Es ist die Donnerfessel. Ja, okay, Blitz. Na gut, meinetwegen. Okay, genau. Finsternis-Element und dann eben das Blitzelement. Okay. Noch eine weitere Fluchfessel kriegen wir und einen neuen Hammer und einen neuen Feuerstab. So, das war, glaube ich, alles eher Käse. Das ist auf jeden Fall Käse. Und das hier ist auch eher Käse. Und das ist kein Käse, das will ich behalten. Aber die andere war, glaube ich, Käse. Du bist Käse, ja. Was ist noch Käse? Ganz viel Käse. Du bist auch eher Käse eigentlich. Habe ich noch was anderes, was Käse ist? Du bist auch Käse. Sockelbrunst brauche ich also auch nicht unbedingt. Alles ganz viel Käse. Wir kriegen noch König Daphnos Gewand, dann noch Tetrasandalen, Monsterhörner, Steinbossmenschilde, Bossmenfell, hylianische Handschuhe und Soldatenuniformen. Und auch einen Kokolint-Hibiskus. Okay, sehr cool. Den Hibiskus, ja. Dann eine Puppetfrucht, eine Erlesene und Londonmilch. Okay.
Hibiskus war ja auch ein Item aus Link's Awakening, das von der Tauschquest nämlich, ne? Ich glaube schon. Ich glaube, das war da so ein Tauschitem, das man irgendwem geben musste. Ich weiß nicht mehr, wem man das geben musste und von wem das bekommen hat. Schon viel zu lange her dafür. Aber ich glaube, das war ein Item von dieser ewig langen Tauschquest da. Ich meine schon. Okay. So, ja, hat wieder die üblichen 20 Minuten etwa gedauert, weil es hier halt auch wieder ein bisschen mehr zu tun gab, auch mit Nahrung und so. Aber die Nahrung haben wir hier sehr schnell gefunden. Das ging eigentlich ganz gut, aber die Mission selber hat halt auch ein bisschen gedauert, weil ich halt 6 Festungen einnehmen musste. Das dauert halt immer ein bisschen. Aber Einzelschlacht geht natürlich auf jeden Fall noch voll klar. Und vielleicht will ich jetzt dann wirklich mal hier ein bisschen weitermachen, weil ich meine, hier, um noch hier in den Südosten zu kommen, da ist ja der einzige Eingang, sage ich jetzt mal, diese Mission hier. Weil mit der Mission hier komme ich ja auch in eine Sackgasse hier, wo ich zwar dann die Stufe 3 Stiefel für Linkel bekomme, aber wenn ich hier wirklich hin will, dann muss ich über diesen Weg hier gehen. Da komme ich anders gar nirgendwo hin, weil hier ansonsten alles abgegrenzt ist, ne? Offenbar schon, okay. Dann machen wir das nochmal schnell, weil das ist nämlich auch eine Einzelschlacht. Für Zelda mal wieder eine. Haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt, habe ich das Gefühl. Wir kriegen da mehr Rubine wieder mal. Die große Fusion, das ist okay. Und wir sind begrenzt auf Zelda sogar mit dem Taktstock. Plötzlich mit dem Taktstock, mit dem Rapier meine ich. Mit dem Rapier sind wir begrenzt, okay. Das gefällt mir jetzt gar nicht mal so gut, weil ich finde den Rapier am schlechtesten von Zelda. Ich finde, dass der sogar mit Abstand am schlechtesten ist. Also eigentlich finde ich sogar, dass wirklich der Rapier sogar eine der schlechtesten Waffen im Spiel überhaupt ist. Ist nur meine Meinung, wie gesagt. Ja, es gibt bestimmt noch einige von euch, die ihn total cool finden, aber ich persönlich komme mit dem Rapier nicht wirklich zurecht. Ich finde da ihre anderen beiden Waffen viel besser und ich finde auch wirklich so im Allgemeinen ist der Rapier wirklich keine allzu gute Waffe, muss ich ganz ehrlich sagen. Liegt auch nur daran, dass ich mit dem auch nicht wirklich zurechtkomme. Ich finde den echt nicht so gut, weil der hat keine so tollen Kombos, ist nicht mega stark, hat keine wirklich hohe Reichweite, keine hohe Kraft irgendwie, ich weiß nicht, ich finde den nicht so toll. Naja, hier ist Materialbonus, will ich das nehmen? Ja, ich sehe jetzt nicht wirklich was Besseres, deswegen nehme ich mal den hier, passt schon, hat zwar keine Sterne. Es war ja auch eine Stufe 8 Mission, ne? Ja, könnte ein bisschen tricky werden. Aber Zelda hat ja, glaube ich, auch schon Stufe 61, hat sie ja schon, genau, also ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Die große Fusion ist ja auch keine allzu schwierige Missionsart, muss man ehrlicherweise zugeben. Deswegen, das schaffen wir schon, hoffe ich jetzt mal. Yay, sehr schön. Schon ewig lang nicht mehr Epona's Lied mal wieder. Das einzige Lied, das ich mir wirklich auswendig gemerkt habe. BXY, BXY und dann nochmal XY. Ist auch nicht schwierig. Okay. So, los geht's. Besiege alle Anführer. Und wir haben wieder mal 4 Anführer der Horden, okay. Das heißt, dass ich es vielleicht nicht rechtzeitig wieder mal schaffen werde, dass ich die wirklich alle 4 besiege, bevor die sich fusionieren können. Wie viel Schaden nehmen denn die Arligen eigentlich alle? Die Dunkeltypen. Ja, eigentlich schon einiges. Also ich kann vielleicht auch hier wieder versuchen, zuerst die Dunkeltypen platt zu machen, um ein paar extra Materialien, EP und auch Rubine abzustauben. Jetzt lande ich in den Dingern drin, okay, passt aber. Wäre vielleicht auch wieder nicht verkehrt. Ich werde es aber dann wahrscheinlich nicht schaffen, eben, dass ich. Jetzt sind ja auch noch gestärkt worden, die Idioten hier. Ich werde es dann eben wahrscheinlich nicht schaffen, dass ich die alle hier umbringe. Der schießt nach oben, weil ich hier auf der Treppe stehe übrigens. Sah jetzt auch interessant aus. Ich werde es dann eben wahrscheinlich nicht schaffen, die alle hier rechtzeitig zu besiegen, bevor sich einer von denen fusionieren kann. Ist aber jetzt nicht so schlimm, denn es war ja auch schon so, dass wir auch im letzten Part schon die große Fusion-Mission hatten, wo es auch 4 Anführer der Horden insgesamt gab. Wo ich es auch dann beim letzten, bei dem Dinodoros oder was es glaube ich war, nicht mehr geschafft habe, den rechtzeitig zu besiegen, sodass der dann auch fusionieren konnte mit den ganzen dunklen Versionen von ihm. Das war aber auch nicht wirklich schlimm, weil ich finde, arg schlimm ist es ja auch gar nicht mal, wenn man das nicht mehr rechtzeitig schafft. Die werden halt dann größer, aber irgendwie jetzt gar nicht mal so arg viel stärker. Ein bisschen zwar vielleicht, aber nicht arg viel stärker, finde ich. Und dementsprechend so problematisch ist es. Geh mal den Spezialangriff bitte her. Schnell noch. Okay, dankeschön. So problematisch ist es eigentlich gar nicht mal. Deswegen, das kann man ruhig auch mal sich da ein bisschen mehr Zeit lassen. Also sich vielleicht ein bisschen auf die Dunkeltypen konzentrieren, dass man da eben ein paar mehr tolle Sachen von denen auch mitnehmen kann. Das ist schon in Ordnung. Bam! Ja, Lichtpfeil, sehr schön. Die alle getroffen so ungefähr. Sehr cool. Gut gemacht, Zelda. So. Ich sollte mal ein paar mehr Combo-Angriffe einsetzen und nicht nur Standard-Angriffe, aber wie gesagt, ich mag halt die Combo-Angriffe von Zelda auch gar nicht mal so gern. Habe ich ja schon häufiger mal erwähnt, dass mein Lieblingscombo dann dennoch, wenn ich keine Lichtenergie habe, ist ihre Vierer-Combo, wo sie eben hier so nach vorne rennt, die ich gerade eben auch schon eingesetzt habe. Ich habe die schon ganz in Ordnung, aber mega, mega ultra gut ist die jetzt auch nicht, aber die ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und wenn ich Lichtenergie habe, dann ist ja mein Lieblingscombo ihre Dreier-Combo, wo sie die Lichtpfeile da so also überall nach vorne hauen kann. Die ist auf jeden Fall da schon auch ganz cool, aber jetzt auch nicht so mega gut und ich brauche halt Lichtenergie dafür. Dementsprechend, wie gesagt, ich mag wirklich Zelda mit dem Rapier nicht so gerne. Was echt ein bisschen schade ist, weil ihre beiden anderen Waffen, also den Taktstock und auch den Kopierstab, finde ich beide ziemlich cool. Den Taktstock mag ich sehr gerne und den Kopierstab finde ich auch ziemlich cool, wenn auch nur wegen der Standard-Kombo. Da mag ich ja die ganzen Kombo-Angriffe nicht so gerne eigentlich, aber die Standard-Kombo ist halt mega cool, wenn ich mir die Statuen dabei holen kann. Und dementsprechend, das ist eigentlich schon ganz schön auf jeden Fall mit dem Kopierstab, aber den Rapier mag ich halt echt irgendwie so gar nicht. Ist echt schade. Aber ist leider so. Geschmäcker sind halt verschieden. Naja. Okay.
Was ich übrigens auch nicht ganz weiß, ist, was die Leibwächter eigentlich können. Weil die Leibwächter stehen immer bei den Typen rum und die Leibwächter sind immer nur normale Gegner. Das sind niemals irgendwelche stärkeren Gegner, wie halt hier Nachtschwärmer, Nimbusgarden, Dinodorisse oder sonst irgendwas. Das sind immer nur normale Gegner, also Bockblins oder Moblins oder irgendwie so ein Käse. Wie auch immer die jetzt heißen, ich kann mir nie merken, wie jetzt diese Gegnerart, die ich jetzt gerade hier bekämpfe, diese kleinen eigentlich genau heißen. Ich glaube, entweder Bockblin oder Bockoblin oder irgendwie so. Ich habe da aber nie Ahnung, ich kann mir das nie merken, wie die Viecher heißen, aber ihr wisst ja, was ich meine. Auf jeden Fall diese, ja, im Prinzip diese Leibwächter sind halt nur die größeren Versionen von denen. Die ganz normalen. Und das ist schon irgendwie ein bisschen seltsam, weil ich weiß nicht genau, was die können, weil die sterben halt extrem schnell natürlich dadurch, dass sie keine stärkeren Gegner sind, aber können die irgendwas Schlimmes machen? Wenn ich die zu lange am Leben lasse, ich weiß nicht genau. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Naja. So. Der ist auf jeden Fall auch besiegt und damit haben wir jetzt die ersten beiden Anführer schon bezwungen und der Magus will Monster beschwören. Okay, solange es keine Riesenmonster sind, dann kann ich es gerne machen. Das geht dann in Ordnung. Na, hier ist übrigens die Tür zu, sehe ich gerade, oder? Ist hier die Tür zu? Ja, natürlich. Wie komme ich denn da überhaupt hin? Muss ich da außen rumgehen, dann ernst? Ja, ist ja richtig eklig. Ja, ich hole mir jetzt aber dann schon zuerst die unteren. Also ich bin mir ja sehr sicher, dass ich es bei den oberen nicht mehr schaffen werde. Dass ich da die Fusion stoppe, das werde ich... Hier ist wieder ein Magiesoldat, das ist auch ein normaler. Weil ich weiß nicht, was mit den Magiesoldaten und mit den Leibwächtern auf sich hat. Das sind ganz normale Typen, die ich mega einfach besiegen kann. Aber offenbar haben die ja schon irgendeinen Sinn und Zweck, ansonsten wären die nicht hier. Aber was machen die denn? Wenn ihr da genaueres wisst, was die Magiesoldaten hier in der Missionsart können, oder auch die Leibwächter, können wir gerne schreiben. Ich meine, das ist ja nichts Ungewöhnliches, dass man gegen Leibwächter oder auch gegen Magiesoldaten kämpft. Es gibt auch Magiesoldaten in anderen Missionsarten, nämlich in denen zum Beispiel, wo diese drei völlig wild gewordenen Hauptleute da ins Hauptquartier stürmen. Und ich muss die Magiesoldaten besiegen, um sie zu schwächen und dann kommen die her und so weiter und so fort. Das kennen wir ja. Das ist eben immer dann bei einer Abenteuerschlacht die erste Mission manchmal. Und Leibwächter kennen wir auch. Zum Beispiel bei hier beim Dingenskirchen. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie heißt er denn? Der eine Typ halt, der auch Leibwächter hat. Wie heißt denn der jetzt? Aus Twilight Princess bin ich jetzt blöd. Jetzt fällt mir der Name von dem Typen nicht ein. Mir fällt mir gar nicht ein. Ich weiß nicht genau, aber ihr wisst, was ich meine. Der hat ja auf jeden Fall auch Leibwächter um ihn herum. Aber was bringen die Leibwächter hier in der Mission? Und was bringen die Magiesoldaten hier in der Mission? Das würde mich echt sehr interessieren. Ich sollte übrigens mal Feenmagie einsetzen, weil mir auch ein bisschen zu viel aushalten. Aber mich regt es gerade ein bisschen auf, dass ich König Bull bin. Ja, warum ist mir das nicht eingefallen? Ich weiß nicht genau, keine Ahnung. Manchmal hat mein Hirn einfach Blackouts. Ich weiß nicht, König Bull bin auf jeden Fall. Der hat auch Leibwächter. Oder heißen die Leibwächter? Heißen die anders? Heißen die Leibgarden? Oder so? Ich komme mit den Titeln und Bezeichnungen gerade total durcheinander. Habe ich das alle besiegt eigentlich schon, ne? Ja, ich komme da total durcheinander, aber wie gesagt, ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr wisst, was die Marquis-Soldaten oder auch die Leibwächter hier jetzt in dieser Missionsart, speziell für die große Fusion, was die da bringen, würde mich sehr interessieren, weil es wundert mich halt, dass es nur normale Gegner sind, die so schnell sterben, aber offenbar haben die ja schon eben einen Sinn und Zweck, ansonsten wären die gar nicht erst hier. Das verwirrt mich halt ein bisschen. Also wenn ihr da genaueres wisst, könnt ihr mir das gerne schreiben. Hier ist kein Weg nach links, ne? Ja, natürlich. Das habe ich jetzt auch bemerkt dann. Und jetzt war ich leider zu spät. Wenn ich den anderen Weg gegangen wäre, hätte ich vielleicht noch rechtzeitig was machen können. Aber so haben sie jetzt die Fusion beenden können. Naja, gut. Dann kämpfen wir jetzt halt wieder gegen einen großen... Hier ist ein Magus auch gegen einen großen was? Scheinbar. Wow, das sieht eigentlich ziemlich episch aus, finde ich. Wenn die Gegner dann plötzlich so auf ihre doppelte Größe oder so anwachsen. Das sieht ziemlich witziger aus. Das würde ich sogar ganz gerne mal noch in anderen Missionsarten bei die große Fusion ausprobieren. Wie das dann auch bei den anderen Gegnern aussieht, wenn die einfach größer sind. Ich meine, man kann sich zwar denken, wie es aussieht, natürlich, weil sie wachsen ja nur an. Ja, ansonsten ändert sich ja nichts an ihnen. Aber es sieht trotzdem irgendwie witzig aus. Ich würde es ganz gerne nochmal austesten bei den anderen. Also bei den Dinodorsen haben wir es auf jeden Fall schon gesehen, wie die in groß aussehen, jetzt hier auch beim, im Prinzip bei den Steinboss-Blinds. Aber mich würde auch noch interessieren, wie ein großer Nachtschwimmer dann aussieht. Also wie gesagt, man kann sich denken, wie er aussieht, weil er wächst halt einfach, ja. Aber trotzdem würde ich es halt irgendwie ganz gerne sehen, mal so einen großen Nachtschwimmer vor mir zu haben. Oder eine große Nimbusgarde oder so. Das wäre, glaube ich, auch cool. So eine riesen Nimbusgarde vor mir. Das wäre, glaube ich, ziemlich episch. Würde ich ganz gerne noch irgendwann ausprobieren vielleicht. Naja. So, ich hätte Feenmagie schon viel früher übrigens einsetzen sollen, aber ich habe es wieder vergessen. Egal. Mein Spezialangriff. Bam! Okay, jetzt stirbt er sehr schnell. Und wir beenden es mit noch einem weiteren Spezialangriff. Total aus der Ferne. Passt auf. Zack! Aber reicht trotzdem aus. Der fliegt ja ewig weit. Ja! Sehr schön. Gut gemacht, Zelda. Ich habe zwar gar nicht ganz getroffen. Ich habe ein bisschen links daneben geschossen, aber es war trotzdem noch ein Treffer. Deswegen passt alles. Yay! Es kann keinen Zweifel geben. Wir haben gesiegt. Ja, das haben wir, Zelda. Hast du gut erkannt. So. Das gibt noch eine Belohnung. Was gab's denn hier eigentlich nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Ich glaube, ein Herzcontainer einfach, ne? Ich glaube, den muss ich auch nicht suchen oder so. Oder halt kein Item dafür einsetzen. Ja, ich glaube, einfach ein Herzcontainer war das. Genau so ist es. Sehr schön. Okay. Und damit haben wir uns eben jetzt auch den Weg da zum Südosten der Karte noch bereitet. Was waren im Südosten in Link's Awakening nochmal? War da vielleicht die Wüste? Es gab ja in Link's Awakening auch einen Wüstenabschnitt, der nicht groß war. Das waren nur ein paar Felder, glaube ich, in Link's Awakening. Aber ich glaube, der war im... Oder die Wüste halt eben war, glaube ich, im Südosten. Also ganz rechts unten halt auf der Karte. Oder?
Ich meine schon, vielleicht kommen wir jetzt also dann da auch in die Wüste oder so, in die Gerudewüste halt dann, würde Sinn machen. Vielleicht auch doch nicht, keine Ahnung. Oder ich täusche mich, weiß nicht, werden wir schon noch sehen. Okay. Erstmal will ich wegwerfen. Und zwar, das hier ist wieder mal Käse. Das von Zelda war aber kein Käse, glaube ich, denn die hat was Cooles bekommen. Mit Erfahrung plus und gleich Rubinbonus, das will ich behalten. Dann werfe ich ihr Sternbonus weg. Nahrung plus will ich auch behalten. Hier, der ist auch Quatsch. Und der, ja, ich behalte den mal jetzt meinetwegen. Den brauche ich auch nicht. Ja, passt das mal. Und hier Epona. Da habe ich, glaube ich, noch einige viel schlechtere Eponas, Eponen, wie auch immer. Ja, die zum Beispiel hier. Oder hier Socket brauche ich auch nicht. Und die brauche ich auch nicht. Ja, die hat aber 5 Sterne. Ja, die behalte ich trotzdem mal schnell kommen. Okay, passt schon. Ist ja völlig egal. So, wir kriegen auf jeden Fall noch Steinboss mit Schild, dann Frost-Talismanne. Ich glaube, von Talisman ist der Plural Talismanne, nicht Talismänner. Talismanne, glaube ich, ne? Genau. Dann Frost-Essenzen, Nachtschwimmerketten und Flammenbandagen. Und auch ein heißes Quellwasser, und zwar ein köstliches, ein silbernes. Okay. So. Dann würde ich also sagen, Leute, war es erstmal für diesen Part von Let's Play Hyrule Warriors Legends hier beim Link's Awakening DLC. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, Serema ist abgeklungen, okay. Wenn ja, könnt ihr auch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffe ich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann hier weitergehen wird. Hier ist wieder mal eine Mission für Marin, sehr cool. Und zwar eine Entscheidungsschlacht, zwar der Prinz ist sogar Stufe 2 diesmal gleich. Was muss ich hier suchen? Ulrira, um mein Kostüm zu bekommen. Dann werden wir vielleicht beim nächsten Mal die Mission hier machen, dass wir jetzt eben hier noch weiter in den Südosten kommen können. Ist denn jetzt hier Wüste? Das sieht nach Wüste aus. Ja, da habe ich also recht gehabt, tatsächlich. Das hier im Südosten die Wüste. Ja, stimmt, da kann ich mich auch dran erinnern. Hier sind solche komischen Säulenformationen. Wo haben denn die nochmal hingeführt in Link's Awakening? Weiß ich nicht mehr. Ja, wie gesagt, ist schon viel zu lange her. Ich müsste Link's Awakening mal wieder echt spielen. Das ist nämlich echt ein cooles Spiel eigentlich. Naja, auf jeden Fall dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.